Willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Wir sind wieder bei Familie Andrena, allerdings in einer etwas anderen Person. Wir sind hier als Gina von den Hoff. Ich spiele jetzt diesen wunderbaren Charakter. Ich darf jetzt hier mich freundlich vorstellen beim Audio. Hallo, sie möchte gerne energiegeladen werden, weil sie aktiv ist. Das kriegen wir hin, indem wir eine erfrischende Dusche nehmen. Gina und Audio kennen sich noch nicht. Wir plaudern mal kurz mit dem lieben Audio. Hallo Audio, ich bin Gina. Ich laufe gerne im Bikini rum, wie es aussieht. So, Herbert Edgar schiebt sich mal kurz vorbei. So, jetzt werden wir Energie geladen, da rufen wir jemanden an. Das lassen wir mal sein. Wir haben ihn jetzt kennengelernt, das reicht. So, jetzt gehen wir noch kurz duschen. Schwupp. Um Energie geladen zu werden, das sollten wir damit hinkriegen. Unwohl, weil schlechte Umgebung. Was ist denn hier schlecht in der Umgebung? Die Umgebung ist wunderschön. Also jetzt komm, Gina, so schlimm ist es doch nicht, ja? So, Karriere. Wir müssen eine Karriere einschlagen. Das werden wir gleich machen, sobald wir uns auf den Weg gemacht haben nach drüben. Wir haben als Gina, falls ihr euch nicht mehr erinnert, wir haben gesagt, sie ist aktiv, ordentlich, gut und häuslich. Das sind ihre Bestreben und jetzt sollte sie eventuell energiegeladen sein. Energiegeladen plus 1, aber sie ist unwohl, deswegen gehen wir jetzt nochmal hier hin. Jetzt hat sie auch wieder vernünftige Klamotten an und rennt nicht mehr nur im Dings rum. So, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Kommt mit über Haus machen, wo können wir uns verabschieden? Mehr Auswahl, freundlich, auf Wiedersehen sagen. Geht es irgendwo? Mehr Auswahl. Über Nachbarn tratschen, Weltfrieden reden, mehr Auswahl. Komplett über Haus mal. Ne, wir können hier uns nicht verabschieden. Lustig. Gut, dann gehen wir halt so nach Hause. Ich sage, ciao mit Au. Sie möchte Rumpfbeugen machen, weil sie sportlich ist, weil sie energiegeladen ist, möchte sie Rumpfbeugen machen. Dann würde ich sagen, gehen wir doch nach Hause. So, wir gehen auf die andere Straßenseite, denn dort ist unser Zuhause. So, in 78 Tagen wird sie dann alt genug sein. So, ich verstehe nicht, warum man da ein Ladescreen machen muss. Das hätten sie ehrlich gesagt besser programmieren können. Wir sind in der gleichen Nachbarschaft. Natürlich ist es schwer, in der Nachbarschaft alles gleich spielbar machen zu können. Größere Speicherstellung, was weiß ich nicht alles. Aber warum denn? Das ist, wäre möglich gewesen, denke ich. Ja. Und da sind wir im Rosenheim bei der lieben Chrissy. Sie möchte gerne Rumpfbeugen machen. Das kriegen wir doch hin. Energiegeladen joggen möchte sie. Kann sich nicht einfach hier einfach Training da Rumpfbeugen machen. Dann trainier doch mal ein bisschen, liebe Chrissy. So soll es sein. So, Gerard, guten Tag, wie geht es dir? So, als erstes wollen wir den beiden mal einen Job suchen. Sie sind eigentlich ganz gut drauf. Wir wollen ihnen einen Job suchen. Das könnten wir hier machen. Wupp, Job suchen, bitteschön. Er ist ein Kreativkopf, er möchte jemanden kennenlernen. Gina, welchen Job geben wir dir? Auch du möchtest gerade einen... da sind wir schon. Der gute Gerard ist ein Kreativer. Er könnte Entertainer sein. Amateurunterhalter, das ist aber nicht das, was ich möchte. Technikguru, Verbrecher, Maler soll er werden. Er soll bitte Maler werden. Gesucht Palettenreiniger. Schwupp. Und am Mittwoch um 9 Uhr geht's für ihn los. Als nächstes soll bitte der liebe Gerard dafür sorgen, dass wir hier was zu essen kriegen. Deshalb soll er bitte kochen. Und zwar soll er mit einem... Womit fangen wir denn mal an? Wir fangen mal mit einem Gartensalat an. In der Familiengröße, damit die liebe Gina auch was zu essen hat. So, Gina, welchen Job geben wir dir? Du hast als Bestreben häuslich, ordentlich, gut, aktiv. Ja, da müssen wir gucken, ob wir da was Gutes für dich finden, wenn du den Job suchst. So, Gerard, was musst du für deinen Job gerade tun? Level 2 Malerfähigkeit und 3 verschiedene Kunstwerke bewundern. Okay, ich würde sagen, du darfst ja erstmal selber malen. Und zwar, wow, da sind wir schon. Okay, was soll die Gina denn werden? Die liebe Gina, auf der diese Person beruht, hat mir leider nicht gesagt, was sie denn werden möchte. Und ich würde sagen, sie wird Geheimagentin. Schwupp, wir haben eine Geheimagentin geschaffen. Mit dem Outfit, so ein bisschen à la, wie heißt es bei
Mr. und Mrs. Smith, Angelina Jolie, die, so ähnlich stelle ich mir das bei ihr auch vor. So, da ist sie schon. Was möchte sie jetzt gerne machen, um mit der Geheimagentin weiterzukommen? Geheimdienstdatenbank auf dem Computer durchsuchen. Okay, das kriegen wir hin. Karriere. Nein, wo können wir das denn bitte schön? Web. Geheimdienstdatenbank durchsuchen. Das geht ja fix. So, hier spielt lustig Musik. Das hört sich gut an. So, was... Senderwechsel. Was können wir denn hier hören? Oh, wir können einiges hören. Oh, ich glaube, das, was da gerade läuft, ist gar nicht so schlecht. Wir können aber auch mal auf Alternative schalten. Alternative eher meine Musikrichtung. Ja, ja, ja. So, sie durchsucht die Geheimdienstdatenbank auf dem Computer, um da voranzukommen. Und dann wird mich doch mal... So, geschafft. Jetzt würde mich mal interessieren, was wird sie haben? 1000 Simoleons für Kindersachen ausgeben. Ach du liebe Güte gewesen. Große, glückliche Familie und Elternschaft. Gut, ich würde sagen, die beiden lernen sich erstmal ein bisschen kennen. Erstmal sollen sie sich ein Gericht nehmen, weil das machen wir mal anders. Gerard darf mal zum Essen rufen. Kann ich hier einmal zum Essen rufen, bitte? So, jetzt darf sie aufhören. Sie soll, wird zum Essen gerufen. Könnt ihr zusammen mal was essen? Oh, beschämt, warum? Was ist passiert? Privatsphäre gestört? Ist doch nur reingekommen? Das ist jetzt komisch. Das ist jetzt sehr komisch. So, jetzt dürft ihr beide euch erstmal ein bisschen kennenlernen. Selbstironisch scherzen, Unsicherheit mitteilen, ihr dürft mehr Auswahl. Freundlich einheizen. Mehr Auswahl, freundlich, Bewunderung ausdrücken, mehr Auswahl, freundlich, kennenlernen, das ist doch super. Oh, jetzt ist sie noch mehr beschämter. Ach du liebe Güte, Gina, was tust du? Lektion gut. Gina ist gut, gute Sims sind glücklich, wenn sie andere glücklich sind. Okay. Ich möchte die Welt besser machen. Und Lektion aktiv, jawohl. Wunderbar. Aber jetzt unterhalten wir uns erstmal ein bisschen. Und was haben wir jetzt noch rausgefunden? Charisma-Fähigkeit haben wir erworben. Ah ja, jetzt müssen wir alles wieder von vorne machen hier bei denen. Ich finde, muss sagen, das Häuschen finde ich echt schnucklig. Das ist uns gut gelungen. Wir nehmen uns mal hier den Teller Hähnchen gegrillt und so. Das Ding hier, das können wir doch mal... Wieso kann ich jetzt gerade nicht hier das anfassen? Ich würde es gerne hier ins Inventar schieben. Hat das funktioniert? Nein, hat nicht funktioniert. Okay, dann stellen wir es dahin. Und dann können wir hier mal kurz schwupp öffnen. Wieso kann ich hier nicht, wenn ich das öffne, muss ich das da doch reinziehen können, oder? Das klappt aber nicht. Och Mann. Okay, dann darf Gerard das hier gleich mal weglegen und das bitte auch weglegen. Wenn ich es nicht selber reinschieben kann, dann machen wir es halt so. So, beide sind gerade extrem energiegeladen, das freut mich. Chrissy möchte gerne Herbert... Chrissy sage ich schon. Gina möchte gerne mit Herbert Edgar weiterreden. Oh, Beziehungsstatus Turteltauben, das ist ja nicht schlecht. Noch sind die beiden WG-Partner, sie haben sich an der Uni kennengelernt. Sie studiert Sport, er studiert... was studiert er denn? Er studiert Kunst. Die beiden haben sich dort kennengelernt. Und er wollte doch eigentlich hier ein Gemälde malen, oder? Er möchte doch gerne hier... Ich dachte, er wollte hier ein klassisches Gemälde malen. Ein kleines klassisches Gemälde wollte er malen, soweit ich mich erinnere. Gemälde verkaufen möchte gerne. Er möchte gerne Rumpfbeugen machen, weil er energiegeladen ist. Na gut, dann darf er dann noch ein paar Rumpfbeugen machen. Training, Rumpfbeugen. So, jetzt reicht's aber hier mit Plauder, Plauder. Die beiden müssen auch mal ein bisschen was anderes machen. Sie muss auch mal aufessen. Sie kommt vor lauter Reden gar nicht zum Essen. Das ist schlecht. So, das wird weggelegt. Sehr schön. So, jetzt ist sie beschämt. Ja, oh, sie möchte selbst den irrigen Witz erzählen. Nee, das wollen wir alles nicht. Das ist doch nicht in unserem Sinne. Gerard ist energiegeladen. Er malt erstmal ein Bild. So, ja, sie möchte einen selbst erniedrigenden Witz erzählen. Ach nee, komm, so schlimm ist es doch nicht, Gina. So schlimm ist es wirklich nicht. Er hat die Malereifähigkeit erworben, das ist perfekt. So, was machen wir jetzt mit ihr? Sie ist sportlich. Wie wäre es, wenn sie mal ein bisschen trainiert? Einmal bitte dehnen, danach Training Liegestützen machen. Für den Job ist das mit Sicherheit auch super. So, jetzt dehnen wir uns erstmal. Sie sollte selbstsicher sein, um...
Selbstsicher. Wie kriegen wir sie nochmal selbstsicher? Oh, ich vergesse das immer wieder, wie man denn selbstsicher wird. Dafür haben wir ja was Schlaues. Ein schlaues Gerät, das man dafür fragen kann. Das nennt sich Internet. Morg. Dann können wir nachgucken, wie wird man selbstsicher. Jetzt ist sie schon fertig mit dem Training. Das ist wegen der Fix. Stellen wir jetzt mit ihr an. Sie könnte mal hier aufräumen. Das können sie als erstes mal machen. Und dann, was soll ich, es ist so ungewohnt, dass ich so wenig habe. Wie wäre es, wenn wir mal eine Rede üben? Das können wir doch mal machen, oder? Da bin ich doch für, dass wir das mal machen. Hier in Ruhe eine Rede üben, wenn Gerard hier noch lustig zeichnet. So, Emotionen. Wie kriegen wir denn die Emotion selbstsicher hin? Nachträgliche Dusche wäre das zum Beispiel. Eine nachträgliche Dusche, das ist doch gut. Ich habe leider keine Dusche. Ich muss eine Dusche kaufen. Ich brauche eine Dusche. Wir können alternativ auch mit Tonklumpen arbeiten. Wir können Kunstwerke ansehen. Oh, da wird sie auch selbstsicher. Okay. Jetzt wird das hier erstmal... Jetzt muss ich erstmal gucken, was hat er hier gezeigt. Ah, er hatte eine Äpfel und Melone, nennen wir es. Das Gemälde wollen wir doch betiteln. Äpfel auf Melone. Eine Äpfel bei Melone nennen wir es. Das ist ja hier, das ist ja Kunst. Das heißt ja nicht einfach so irgendwie, das heißt Äpfel bei Melone. So, dann wollen wir es rahmen. Und dann möchte Gerard das gerne verkaufen, wenn ich es richtig gesehen habe. Gut, dann würde ich jetzt sagen, verkauft es an einen Sammler. Er ist glücklich, er hat sein Ding verkauft. Er möchte gerne niemanden anrufen, weil er beschämt ist, aber er kennt noch niemanden. Ich würde sagen, wir verstecken uns kurz und dann gehen wir schlafen. So, er möchte gerne ein Instrument kaufen. Ah, das Instrument ist doch ein bisschen teuer. Das Gedudel hier, das geht mir ein bisschen auf den Keks. Lautstärke ändern. Niedrig. Niedrige Lautstärke, das ist doch besser. Dann dudelt das hier nicht ganz so viel. So, herrlich sauber, wegen Putzen. Das ist bestimmt... Ordentlich ist sie ja ein ordentlicher Sim. Sie mag es ja, wenn es sauber ist. Das ist ihr sehr, sehr wichtig. Das kann ich hier machen. Ansehen kann ich das. So, jetzt geht Gerard erstmal schlafen. Gute Nacht, Gerard. Und sie. Was möchte sie jetzt machen? Sie ist immer noch charismatechnisch voll dabei. Möchte selbstsicher sein. Dafür sollte sie etwas ansehen. Ich glaube, ich kaufe mir mal kurz eine Dusche. Die Badewanne ist da doch etwas unpraktisch. Ich kriege dafür 200. Was kostet eine Dusche denn? Ah, Sanitär, Dusche. Die günstigste Dusche kostet 275. Gut, wenn ich die Badewanne verkaufe, kriegen wir das hin. So, dann kaufen wir uns die postmoderne Duschkabine. So, dann kann nämlich die liebe... Schwupp. Gina, ich will immer Chrissy sagen. Dann kann die liebe Gina hier mal ein bisschen in der Dusche sein. Das ist super. Wann muss sie zur Arbeit? In 2 Tagen. Sie hat jetzt erstmal... Oh nee, morgen. Morgen muss sie schon zur Dusche. Zur Arbeit. Was ist denn los mit mir heute? Das gibt's doch nicht. Sie möchte gerne mit jemandem chatten. Oh, das kriegen wir hin. Hier hätten wir dann... Kontakt knüpfen. Chatten mit. Chatten wir doch mal mit Audio Andrena. So soll es sein. Damit hören wir auf. Sie möchte gerne Freund werden mit Herbert Edgar. Den können wir uns gleich mal einladen hier in unser wunderschönes Haus. Kann sie ihn mal einladen. Hallo Herbie, wir möchten Freunde werden. Das kriegen wir hin. Jetzt wird erstmal gechattet. Und eventuell holen wir uns noch einen Brieffreund dazu. Ja, so soll es sein. Tagesaufgabe, Daten durchsuchen. Okay, ich muss da wesentlich öfter Daten durchsuchen. Web, Geheimnisdatenbank durchsuchen. Das muss ich doch wesentlich öfter machen. Lustige Videos ansehen. Zimpedia durchsuchen. Anmachsprüche durchsuchen. Internet surfen. Kunst durchsuchen. Also da kann ich einiges machen. Inspiration kriegen wir da durch. Ja, das ist aber alles gar nicht so wichtig. Kann ich hier schon eine nachdenkliche Dusche nehmen? Das geht. Wann muss sie zur Arbeit? Um 7 Uhr. Dann sollte ich sie doch gleich mal ins Bett schicken. Ja, also generell, sie sollte mal kurz hier verwenden und schlafen. Um sie dann, wenn ich sie zur Arbeit schicke, dann ja rechtzeitig soweit zu kriegen. So, jetzt wird erstmal gechattet. Und dann möchte sie gerne jemanden umarmen. Das sieht gerade schlecht aus, weil sie muss bald zur Arbeit, denn sie muss bald zur Arbeit. So, Chat ist genug. Jetzt noch kurz Daten durchsuchen, bevor es dann ins Bett geht. Aber es ist lange dauert, lange kannst du nicht mehr ins Bett, wenn du so weitermachst. Ich glaube, das ins Bett gehen, das können wir uns schenken. Die muss doch jetzt recht bald zur Arbeit, oder habe ich das falsch? Wieso
Steht hier in 2 Tagen, wenn das morgen ist. Muss sie heute nicht zu... Hä? 2 Tage bis zur Arbeit? Es ist Mittwoch. Donnerstag, Freitag muss sie arbeiten. Hä? Muss sie am ersten Tag irgendwie nicht? Geheimdienstdatenbank durchsuchen. Wer weiß, wer weiß, wie das ablaufen wird. So, Gerard schläft. Level 2 Malerfähigkeit möchte er erreichen und er möchte 2 für 3 verschiedene Kunstwerke bewundern. Vielleicht sollte er seine eigenen Kunstwerke dann bewundern. Wir malen dann nochmal ein klassisches Gemälde. Wir können uns gerade aber kein großes leihen. Wir machen ein kleines Gemälde. Ah, ich muss dringend Geld verdienen. So bringt das nichts. Gina geht auf Toilette. Aber eigentlich müsste sie doch... Wieso muss sie jetzt heute nicht zur Arbeit? Das kann doch nicht sein. Wieso erst in 2 Tagen? Ungewöhnlich. 2 Tage bis zur Arbeit. Das heißt, sie müsste... Ist das vielleicht, weil ich jetzt gerade angefangen habe zu spielen? Das wäre doch komisch. Also das würde ich jetzt wirklich komisch finden. Sie kann auch nicht zur Arbeit gehen. Ich schaue gleich mal, ob sie gleich zur Arbeit gehen kann. Das ist sehr, sehr komisch. So, jetzt geht sie erstmal ins Bett, aber sie kann auch nicht zur Arbeit gehen. Mit ihren Häschenpantoffeln und ihrem Hemdchen geht sie ins Bett, die gute Gina. Gérard, wie sieht's bei dir aus? Langsam könntest du mal wach werden. Ne, dauert noch ein bisschen. Oh, Gérard muss in 1 Stunde bei der Arbeit sein. Oh, und raus mit dir. Ganz schnell. Wir gehen noch fix auf Toilette. Verwende noch kurz die Toilette und dann geht's zur Arbeit für dich. Das verstehe ich jetzt ehrlich nicht. Wieso muss er jetzt zur Arbeit und sie nicht? Das ist sehr, sehr komisch. Das ist wirklich komisch. Naja, ich will ja nichts kritisieren. Er möchte inspiriert sein, bevor er zur Arbeit geht. Das können wir gerade nicht machen, aber seine Fähigkeiten sind gerade sowieso noch nicht so weit. Gott. Gina. Ich werde es, glaube ich, nie lernen. Sie hat gerade Hunger. Dann würde ich sagen, wieso kann ich den Kühlschrank nicht auswählen? Was ist hier los? Jetzt war das ein Leck. Okay. Öffnen. Wir können doch mal ein Gericht nehmen. Hier. Danach würde ich sagen, spielen wir eine Runde und wir gucken eine Runde Fernsehen. Oh, jetzt, ja, sie schläft leider gerade, deshalb wird das schlecht. Sie könnte mal kurz Nachrichten schauen. Das ist mit Sicherheit gut für sie, für ihren Job. Jetzt reicht's auch mit Schlafen hier. So, es tut mir leid. Liebe Chrissy, da ist die echte Chrissy. Aber die gute Gina hat jetzt erst ein bisschen Hunger. Aber komm, wir können sie hereinbitten, oder? Hereinbitten, komm, komm mal rein. Ja? Magst du sie reinbitten? Jo, der Fernseher läuft nebenher, das ist sehr gut. Oh, jetzt können wir alles 3 zusammen machen, das ist natürlich am besten. Jetzt haben wir hier unsere beiden Frauen, unsere beiden weiblichen Hauptcharaktere, die liebe Chrissis und die liebe Gina Vondenhoff hier zusammen sitzen am Tisch. Die beiden können sich schön unterhalten, über örtliche Jugend beschweren und nach Tag fragen. Das alles können wir hier schön machen. Das ist doch gut, oder? Das gefällt mir gut. Jetzt möchte sie gerne ein Teleskop beauftragen. Da müssten wir eigentlich rübergehen und auch mit Herbie Edgar zu sprechen. Das dauert alles ein bisschen. Das können wir da, aber jetzt werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Machen wir mal ein bisschen fixer hier, dass die beiden sich hier gut miteinander unterhalten. Oh, Telefon. Eingang der Arbeit. Herbie Edgar möchte vorbeikommen. Ja, das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt. Dann kann Herbie kurz vorbeikommen. Da ist er auch schon. Komm mal herein, Herbie. So, dann können wir uns mit ihm anfreunden. Wir können ihn kennenlernen. Wir wollen einen Polizistenwitz machen. Wir wollen ein bisschen über Veränderungen in der Nachbarschaft reden. Oh, das wird jetzt hier ein richtig schönes Gespräch, das sich hier entwickelt. Meine Güte, über Weltfrieden reden, das macht sie gerne wegen ihrem Bestreben, gut zu sein. Wir wollen lustig sein und jemanden parodieren. Wir wollen freundlich sein und ihm nach Tag fragen. Das alles wollen wir gerne tun bei diesem lustigen Dreiergespräch unserer Hauptcharaktere. Das finde ich so cool, dass das funktioniert hier gerade. Das finde ich aber richtig cool. Ja, Herbie setzt sich erstmal vor den Fernseher. Er sitzt gerne beim Sprechen. So, wir wollen mit ihr noch mal ein bisschen weiterreden. Die beiden sind echt gut drauf. Bitten einzuziehen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen die alles schön so lassen. Das ist eine fesselnde Geschichte, können wir noch erzählen. Auf jeden Fall. Das Essen ist immer noch nicht auf. Sie kommt auch nicht dazu, hier mal weiter zu essen, weil sie die ganze Zeit reden muss. Das finde ich doch geil.
So, ich kann leider gerade nicht auf die beiden umschalten, obwohl ich sie ja theoretisch hier spielen könnte. In unserem Haus, das wir jetzt nur von außen betrachten können. Mit unserer Rakete und allem drum und dran, mit unserem Teleskop, das wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge mal besuchen werden, weil die gute Gina natürlich das jetzt beobachten möchte und so. Oh, Gina und Chrissy sind eben Freunde geworden, wir haben es geschafft. Die sind Freunde geworden, das freut mich. Und es wird mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei Let's Play The Sims 4 und mit der Gina, der Chrissy und dem Herbie. Wir sehen uns wieder. Bis dahin.